Also, hier habt ihr euer 500 Abonnenten-Special. Ihr habt es auf jeden Fall sehr verdient. Danke auf jeden Fall für die 500 Abonnenten. Lasst am Ende des Videos oder jetzt gerne eine positive Bewertung da, um mich sehr zu unterstützen, da ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Und ja, fangen wir an. Viel Spaß. Es ist das Jahr 2010. Minecraft bekommt immer mehr neue Items und Blöcke. Obwohl es erst in der Alpha ist, denke ich, es wird ein erfolgreiches Spiel. Aber auch jetzt, 11 Jahre später im Jahre 2021, findet man ihn immer noch. Ich erzähle euch heute die Geschichte von Herobrine. Es ist ein Freitag, um genauer zu sein, der 13. August 2010. Aber anstatt das Wochenende zu genießen, muss ich meinen Eltern helfen. Mein Vater wurde neulich gekündigt, er will mir aber den Grund nicht nennen. Auf jeden Fall hat er einen neuen Job gefunden. Aber dieser ist in einer anderen Stadt. Er hat davor bei Mojang gearbeitet. Beschäftigt hat er sich meistens nur mit dem Spiel Minecraft. Es ist ein Blöckespiel, etwas ziemlich Ungewöhnliches, aber er bringt mir immer neue CDs von Testversionen oder Updates mit, die eigentlich erst in ein paar Monaten kommen sollten. Naja, als ich auf dem Dachboden war, fand ich ein Paket mit lauter dieser Minecraft-Testversion. Da waren vielleicht 100 bis 200 Stück drin. Ich hob es hoch und das Paket ist gerissen. Es fiel eine CD raus, aber sie ist ein wenig anders als die anderen. Normalerweise steht immer eine Nummer und ein Datum auf den CDs, aber bei dieser CD stand einfach nur Herobrine. Es sagt mir überhaupt nichts und ich dachte, eventuell ist es ein Film oder ein anderes Projekt. Ich fand es aber interessant und steckte es in meine Tasche. Dann brachte ich das Paket zum Umzugswagen. Nachdem ich dann ein paar Stunden geholfen habe, war ich für heute fertig und ging in mein Zimmer. Ich sah mir die CD an und war etwas verwundert, weil es ziemlich komisch klang. Herobrine, das ist irgendwie merkwürdig. Ist das etwa ein Superheld, denn da steckt ja das Wort Hero drin. Ich schaltete also meinen PC ein und steckte die CD rein. Es öffnete sich eine Alpha-Version von Minecraft. Ich war erstmal erschrocken darüber, aber ich dachte mir, eventuell hat er einfach aus Versehen das da drauf geschrieben oder was auch immer. Da ich eh nichts zu tun hatte, dachte ich mir, ich spiel mal ein wenig. Immerhin war es eine Version, die es im Internet noch nicht zu finden gibt, also vielleicht sind da ja neue Sachen drauf. Ich erstellte also eine Singleplayer-Welt und fing an, Bäume abzubauen. Doch als ich den Wald weiterlief, waren da plötzlich Bäume ohne Blätter. Okay, naja, was soll man dazu sagen? Das Spiel ist ja noch in den Anfangsphasen, das kann durchaus passieren. Nach ungefähr einer halben Stunde ging ich in die Höhle und schaute, ob es neue Erze gibt. Ich hätte zwar meinen Vater fragen können, aber ich hatte Angst, Ärger zu bekommen. Also schaute ich mich um und ich fand etwas. Aber keine neuen Erze. Ich fand einen Gang, der vielleicht über hunderte Blöcke weit ging. Doch das Seltsame an diesem Gang war, dass alle paar Blöcke Redstone-Fackeln an der Wand platziert wurden. Natürlich ging ich den Gang weiter entlang, aber am Ende des Tunnels war nichts. Es machte mir nichts aus, ich hatte so Spaß dabei, Neues zu erforschen, dass ich weiterging. Doch jetzt passierte etwas, das bestimmt nicht normal war. Ich bin rausgekommen aus der Höhle, hatte mir frisch 2 Spitzhacken gemacht und hatte noch 13 Holz im Inventar. Ich lief durch eine Landschaft, doch ich sah etwas in meinem Augenwinkel. Ich schaute also dorthin und dort stand Steve. Aber mit weißen Augen. Ich bin näher gekommen, aber dann verschwand er. Kurze Zeit später sprang auf einmal die CD aus meinem Computer raus. Als ich sie wieder reinsteckte, machte sie nur merkwürdige Geräusche und wurde nicht mehr erkannt. Somit war sie also kaputt. Ich habe angefangen zu zittern, denn ich weiß ganz genau, dass dieser Gang und diese Kreatur nicht zu Minecraft gehörten. Ich habe daraufhin das Bild im Internet hochgeladen und als Titel habe ich eingegeben Herobrine. Ab diesem Tag an wurde eine Legende geboren. Gefühlt das ganze Internet sprach über ihn. Es häuften sich immer mehr Fragen und Theorien, aber ich konnte nichts machen. Denn mein Vater erfuhr davon und ich bekam sehr doll Ärger. Er meldete niemanden, dass ich es war,
bevor er noch eventuell Probleme mit Mojang bekommt. Also war der einzige Ausweg, dass ich vom Internet verschwinde. Die bekannteste Theorie war, dass Herobrine der verstorbene Bruder von dem Minecraft-Gründer Notch war. Als ich paar Jahre später von dieser Theorie erfuhr, da ich das Internet wieder benutzen konnte, fragte ich meinen Vater, ob diese Theorie stimmt oder was das überhaupt für eine Kreatur damals war. Da ich schon etwas älter war, konnte er mir die Wahrheit erzählen. Er erzählte mir, dass er einen Arbeitskollegen namens Brian hatte. Er war immer gerne allein und hat auch deshalb sein eigenes Minecraft entworfen. Niemand wusste, warum er überhaupt eingestellt war und in was für einer Beziehung er mit Notch war. Er war einfach merkwürdig. Eines Tages kam er nicht zur Arbeit. Er war wie verschwunden für immer. Bis heute fand man ihn auch nicht. Aber auf seinem Platz war eine CD mit der Aufschrift Herobrine. Meinem Vater wurde befohlen, die CD wegzuschmeißen, aber er hatte sie behalten und in das Paket gepackt. Mehr wusste er aber auch nicht, was es damit auf sich hatte. Bis heute bleibt es ein Mysterium, warum Brian verschwunden ist. Eventuell hat er sich verewigt und sich ein Held genannt, deshalb auch Herobrine. Vielleicht ist seine Seele in diesem Spiel und deshalb hat er mich auch beobachtet. Mittlerweile ist es das Jahr 2021 und Brian wurde immer noch nicht gefunden. Ich wohne mittlerweile alleine und bin schon erwachsen. Irgendwann in der Nacht ist mir wieder Herobrine eingefallen. Ich dachte eventuell, ich kann die CD reparieren oder sie funktioniert einfach auf einem anderen Computer besser als auf meinem alten Computer von 2010. Mitten in der Nacht, irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr, fuhr ich also los zu meinem Elternhaus. Sie lagerten die CDs im Keller, ich wollte aber nicht, dass sie etwas darüber erfahren. Zum Glück hatte ich noch einen Schlüssel zu dem Haus. Ich ging also in das Haus rein, runter in den Keller und nach mehreren Stunden fand ich die CD. Ich nahm sie und fuhr nach Hause. Ich steckte sie in meinen Computer und es öffnete sich ein Fenster. Aber kein Minecraft, sondern ein Fenster, in dem man ein Passwort eingeben muss. Das war damals nicht so und deshalb dachte ich, ich hätte vielleicht die falsche CD. Da ich mich aber ziemlich gut mit Passwörterknacken auskannte, kannte ich ein paar Tricks, das Passwort herauszufinden. Das Passwort hieß I'm forever here, also übersetzt, ich bin für immer hier. Es war ziemlich gruselig, aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, also gab ich das Passwort ein und es funktionierte sogar. Es öffnete sich Minecraft, aber anstatt dass ich irgendwas drückte, saß ich über 10 Minuten einfach dort und war schockiert. Ich war wie eingefroren. Ich ging danach auf Singleplayer und meine Welt war sogar noch dort. Ich startete die Welt und war an derselben Stelle wie damals, dort wo ich auch auf Herobrine gestoßen bin. Ich schaute mich um und sah niemanden. Doch plötzlich, aus dem Nichts, tauchte das Gesicht von Herobrine vor mir auf und dann ging der Strom aus. Ich lag auf dem Boden, da ich mich erschrocken habe, und es war dunkel. Nach 2 Minuten ging der Strom wieder an und ich startete das Spiel erneut. Ich startete also wieder die Welt und ich war in einem Loch. Es sah aus wie ein Grab. Plötzlich steht oben Herobrine und setzt 2 Erdblöcke über mir. Somit war ich eingegraben, ich konnte mich nicht bewegen oder irgendwas abbauen. Also schließte ich das Spiel. Dann öffnete sich ein Fenster mit Zahlen. Nach längerem Betrachten ist mir aufgefallen, dass diese Zahlen Koordinaten sind. Ich schrieb sie mir also auf und fuhr direkt los, da ich erfahren wollte, was da war. Es war irgendwo im Wald, 300 Kilometer entfernt von meinem Standort. Nach 3 Stunden bin ich angekommen, doch da war nichts, ich war einfach irgendwo nirgendwo im Wald. Ich hatte aber eine Idee. Es war mittlerweile früh gewesen, deshalb fuhr ich zu einem Baumarkt, um mir eine Schaufel zu kaufen. An der Stelle fing ich dann an zu graben und ich fand eine Holzbox. Ich hatte ziemlich Angst, aber ich öffnete sie und es war eine Leiche drin. Ich schaute mir das Gesicht genauer an und merkte, dass es Brian war, der Mitarbeiter, der verschwunden ist, doch die Leiche sah ziemlich frisch aus, so als wäre sie erst vor ein paar Stunden dort gelandet. Ich wollte gerade den Notruf anrufen, aber wurde daraufhin geschubst. Ich landete in der Box. Ich konnte nicht erkennen, wer das war, aber bevor ich überhaupt irgendwas sehen konnte, wurde die Box schon zugemacht.
Ich hörte, wie die Erde auf diese Box geworfen wird und schreie. Nach einer halben Stunde hörte ich nichts mehr, da ich wahrscheinlich vollständig begraben war. Und so ist es auch mein Ende. Genau wie von Brian. Ich verstehe gar nichts. Ich werde es auch nie verstehen. Denn ich habe noch ein paar Minuten zu atmen, bis ich hier sterbe. So, das war's mit der Geschichte. Ich hoffe wirklich, sie hat euch gefallen. Danke für die 500 Abonnenten in so einer kurzen Zeit. Das ist wirklich heftig. Checkt mein Community-Discord in der Beschreibung ab und vergisst natürlich nicht, eine Bewertung wie ein Kommentar dazulassen. Vielleicht schaffen wir ja die 60 Likes auf dieses Video. Das wäre richtig krass. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.